Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Saints Row 4. Willst du von mir? Mit dem Lauri natürlich, wie immer, wie gewohnt. Ja, natürlich. In the second place, yo. Wow. Ach, du bist das? Ja, du kriegst es zurück. Du kriegst alles zurück. Alter! Das reicht's mir, ey. Ich glaube, ich mache mal einen Abgang hier. Wählst du mal einen Auftrag aus? Auf jeden Fall. So, wir haben jetzt schon, glaube ich, 10 Tage lang nicht mehr gespielt oder so, weil ich im Urlaub war. Das ist die erste Folge nach dem Italien-Urlaub, der wunderbar war. Ja. I constructed a door that'll allow your mind to get out of the simulation and back into your body. Head toward it. Right. So what's the deal with this sin infection? Was ist das hier für eine Bullshit-Mission? The good news is they didn't get everybody. Ich weiß nicht, das ist the whole bunch of people. According to what I've been able to decipher, the simulation is designed to house the best and the brightest from various worlds. Oh Kind, sie halt das die Fresse. Ey, waren wir nicht, wir mussten doch sowas hochspringen. Just the major cities. Last I heard, only was up at Camp David. That area doesn't look like oder, it hit yet. Weil da war ja dann dein Bug, dann haben wir da aufgehört. Oder war das eine Nebenmission? Ach, ist mir scheißegal. Ich glaube, es war eine Nebenmission. Schau mal bei deinen Nebenmissionen, was da war, wie die heißen. Moment. Während ich hier flashmäßig die Wände hoch... Ah. Da will ich hoch. Moment. Muss ich den Auftrag verlassen? Die echte Welt gescheitert. Erstmal ein Auftrag scheitern. Ja. Ah, natürlich. Natürlich. Simulierte Anweisungen. Ich wollte übrigens gerne mal kurz ein Thema ansprechen, weil ich vor ein paar Minuten einen Kommentar gelesen habe, ja, der mir ein bisschen auf die Nerven ging. Ja, hier war's. Nee, Mission. Ah, okay. Und im Kommentar, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn geschrieben hat, ging es so, eine konstruktive Kritik sollte das sein. Ich habe das nicht so empfunden, aber das war halt, er hat irgendwie gemeint, dass die Quali oder so nicht die beste ist und man sollte nicht die Let's Plays machen, die die großen Let's Player machen und so ein Scheiß. Hast du jetzt schon genommen? Muss ich dir folgen oder was? Nee, rede weiter. Was, ja, was sollen wir jetzt hier machen? Ja, soll ich die mit dem Turm machen? Ja, nimm die schon mal an, dann kann man währenddessen labern. Okay, ich folge dir jetzt einfach. Ach, da geht's lang. Und ja, ich finde es, ich verstehe das nicht. Wie, welche Let's Plays soll man denn sonst machen? Ehrlich gesagt. Irgendwelche alten Games, die eh niemand mehr anschaut. Ja, genau. Ich hab nämlich mal, ich hab Civilization letztens angefangen. Und es schauen so wenige an, einfach nur. Das ist eigentlich Schwachsinn. Das schauen vielleicht unter 10 Leute oder sowas, ist ja gar nichts. Außerdem macht Saints Row einfach zu viel Spaß. Ja, absolut. Und und auch eine bessere Quali ist einfach nicht drin. Wir haben jetzt schon 720p. Okay, das Mikro, da werde ich mir mal Weihnachten nur so ein neues besorgen. Aber mein Internet ist jetzt nicht das oberschnellste. Das Mikro ist doch absolut okay. Ja, aber ich weiß auch nicht, für die Let's Draws, da wollte ich auch mal was Cooleres machen. Und wenn ich 1080p machen würde, bräuchte ich erstmal einen neuen Bildschirm. Dann wahrscheinlich irgendwie eine neue Grafikkarte, weil die Spiele dann nicht mehr richtig laufen. Alter, wie sollen wir denn da hochkommen? Ja, da ist noch eine Plattform. Hier. Oh, und vor allem das Hochladen, da braucht ja jetzt schon... Also ich glaube, für so ein 15-Minuten-Video ist das Hochland circa 3 bis 4 Stunden. Und das Rendern an sich, okay, das ist nicht so lang, ist vielleicht 18 Minuten oder sowas. Aber das ist einfach so viel Zeit für ein so ein Video. Ist nicht drin. Ist nicht drin, Leute. Deswegen. Ist einfach nicht drinne. Ja, vor allem, weil ja die großen Let's Player, also zumindest PeteSmeet hat ja auch mit kleinen Videos angefangen. Und so lang. Man muss ja nicht gleich nur mit Qualität, ist ja auch Bullshit. Es ist ja hier das Kommentieren ist ja wichtig und wie man spielt und so. Die Quali ist eigentlich so ein. Und dass die Let's Player sympathisch und gut aussehend sind. Wie wir. Natürlich. Facecam übrigens, erst ab 10.000 Abonnenten habe ich mir beschlossen. Ja, weil. Da will ich dann aber auch eine Facecam haben. Ja. Eine Multi-Facecam. Überall Facecams. Das Spiel ist dann
Also, oh mein Gott, oh mein Gott, oh bist mein du runtergefallen? Gott, oh ja. Alter, ich bin doch hier mal runtergefallen. Ja, das, ey, ihr hättet mal das letzte Mal sehen sollen. Nein! Vasco hat's die ganze Zeit runtergehauen und ich hab das in einem Stück hier hoch. Das ist eine pure Lüge. Nein. Aber mich hat's schon wieder runtergehauen. Das ist eine dreiste Lüge. Warum hast du eigentlich geschrieben, dass du mein asiatischer Freund bist? Ach, ach ja, stimmt. Weil mein Charakter doch irgendwie asiatisch aussieht und der Amaro Roth hat dann irgendwie gemeint, dass ich dein asiatischer Freund bin. Alter, was für ein Bullshit. Geil. Ja, ja. Nee, aber das mit Let's Plays, ich werde auf jeden Fall aktuelle Spiele spielen. Vor allem, weil sie mir auch Spaß machen. Ich spiele keine alten Schinken. Das ist einfach nicht meine Generation. Und da müssen wir lang. Und ich werde auch Batman Arkham Origins auf jeden Fall spielen, weil Arkham City kam richtig gut an. Und einer meiner, ja eigentlich sogar mein Lieblingsspiel. Ja, und dann Battlefield 4 natürlich. Und dann muss man mal schauen. Watch Dogs, ja. Ich werde die schon spielen, aber ob ich sie Let's Playen will, ist die Frage. Weil so ein Spiel zu genießen ist natürlich auch mal geil. Auf jeden Fall, ja. Gehört ja auch mal dazu. Also ich kann sagen, falls ich jemals einen Let's Play Channel aufmache und jemand von euch Bock auf ältere Spiele hat, ich habe da nichts dagegen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Gleich die Bestrafung. Oh mein Gott. Alter, ich bin... Scheiße. Ich bin gleich oben. Geil wär's, ja. Ey, das wäre mal richtig geil. Wenn du das dann machen würdest, dann könnte man das auch auf meinem Channel machen, so wie Pete das macht. Die sind ja auch eine Gruppe aus, ich glaube, 5 Leuten oder so. Da hätte man ja hier alles, ey. Neu, alt, ey. Also, ich würde das tatsächlich wahrscheinlich machen, weil ich auf so alte Spiele schon irgendwie echt ziemlich stehe, eigentlich. Welche denn zum Beispiel? Ach, so alte Shooter wie, keine Ahnung, Doom 3 vielleicht oder sowas. Doom. Oder Prey. Oder... Oh, Prey. Da wollten sie ja Nachfolger machen. Der Trailer sah richtig geil aus, aber irgendwie ist das jetzt, auf Eis gelegt. Ja, leider. Soll ich schon... Richtig. Die Trailer, da hatte ich schon wieder richtig Bock drauf. Ja, so Parkour war da auch, ne? Das war richtig geil. Egal, verbessere. Ich mach mal hier auf Bandenmitglied und so ein Scheiß, dass die MPs tragen, weil die sollen ja richtig wegballern hier. Eigentlich haben wir ja keine Bande. Also ich habe eine Bande, Laurin eigentlich nicht, weil wir spielen Laurins Mission, weil, wie gesagt, wir hatten da so... ein paar Problemchen. Da möchte ich mir jetzt gar nicht genauer drauf eingehen. Um es mal nett auszudrücken. Und es geht nicht auf meine Kappe. Nein, niemals. Oh Gott. Wo kann man ja eigentlich mehr Money? Ich würde gern mehr. Wo war das denn? Boni. Boni. Moment. EP. Gibt dich den Start des Betrugs. Alter, was kann ich denn hier alles skillen? Wollen wir das machen? Den Betrug? Ich würde ehrlich gesagt Hauptmission machen, damit wir wieder auf ein Level kommen. Okay. Also. Dann machen wir jetzt die Flucht. So. Ich sag dir echt, ich bin Kinzi und kann die Fresse nicht halten. Sprung in Zipper. Alter, ich will. Yeah, ich gleite da mal hin. Mit meiner sexy Hose. Ich muss jetzt übrigens bei. Na, okay, ich bin mal leiser. How big is this thing? Big. But they haven't gotten to all of Earth yet. Just the major cities. Last I heard, Oleg was up at Camp David. That area doesn't look like it's been hit yet. Wait, where am I in the real world? What I'm mucking about with my body? It's in a safe place. Ich wurde gerade gescannt. I'll pick you up at the landing platform. So, Moment. Ich hätte gerne mal so eine Karre, ehrlich gesagt. Ach, ich muss ja noch das Tuning-Menü zeigen. Das haben wir ja noch gar nicht. Also, ich habe schon gesehen, aber es ist ja... wegen dubiosen Umständen verloren gegangen. Ja, ja, ja. Wie steigt man denn noch mein Auto ein? E, oder? Ja. Ja. Das machen wir dann, glaube ich, oder? Mal tunen wieder? Hätte ich mal Bock drauf. Ja, das können wir dann machen. Jupp. Das machen wir nach der Mission jetzt, würde ich sagen. Beatbox, Alter. Beatbox Pro. Ich bin absoluter Beatbox Pro. Oh. Nee, 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 nee.
Ah ja, was ich sagen wollte, in Outlast, mein aktuelles Horror-LP, im wahrsten Sinne des Wortes, da muss ich jetzt, glaube ich, zensieren, ohne Spaß, ey. Ich habe mir die mal angeschaut beim Rendern und ich will kein Risiko eingehen und da stehen so Psychopathen nackt da. Ich weiß nicht, ob das YouTube so gut findet. Mann, ey. Das Spiel ist richtig krank, ey. Laurin, das musst du mal spielen. Ja. Ich kann dir mal mein Steam-Passwort geben und so. Wenn ich's durch hab. Der Matti will das auch mal spielen. Ja, das macht das gerne mal. Hätt ich schon mal Bock drauf. Warte, ich hab gerade eine Zwischensequenz hier. Die Tür ist versperrt. Wo müssen wir denn jetzt? Tritt die Tür ein. Wrong door. Ah, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir doch gleich da, wo wir waren. Ach, jeez. Siehst du auch die Zwischensequenz? Nee. Das? Aber letztes Mal habe ich die Zwischensequenz gesehen, das weiß ich noch. Ah, stimmt ja. Oh, jetzt habe ich gar nicht die Uhr gedrückt hier. Oh mein Gott. Es erinnert mich an irgendwas, das hier. Ich weiß, ich komme gerade nicht drauf. Oh nee. Da haben wir auch gute Erfahrungen mitgemacht hier mit dem Scheiß. Oh ja. Oh Gott. Oh nein, jetzt laufen die wieder so lahm. Oh ja. Oh ja, komm her. Oh ja. Oh ja. Aber die Musik ist hier richtig geil. Also diese. Hey, where the fuck? Aber richtig krank eigentlich. Ey, ich bin betrunken. Schau mal, synchron. Das ist nicht krass. Wie synchron wir sind, Blutsbrüder. Ja, ja, wundervoll. Boah, ey, wie oft wir uns jetzt hier schon berührt haben, ist ekelhaft. Jawohl, ey, meiner hat sich. Oh, schade, jetzt wollte ich schon sagen, meiner hat sich nicht übergeben. Ja, dann ist genauso eine Pussy wie meiner. Ja. Ich meine, mir würde das hier überhaupt nichts ausmachen. Kinsey. 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 Kinsey, Kinsey. Du musst ja drücken, ne? Boah, jetzt gib mal Gas hier. Oh, wie du dein Tattoo echt hast halt. Boah. Ja. Damn. Damn. It's mine. Und plötzlich kann ich wieder aufrecht stehen. Und jetzt geht's richtig ab, ja. Jetzt haben wir so eine Bobby-Kanone. Das war's wieder mit der heiligen Dosis Saints Row 4. Wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich unglaublich über einen grünen Daumen freuen. Wenn du gar nichts mehr verpassen willst, drück einfach auf das linke Kästchen und abonniere mich dadurch. Außerdem kommst du über den Facebook-Link natürlich zur ultra-offiziellen Facebook-Seite von VascoLP. Dort werden im Normalfall alle LPs gepostet. Wenn du jetzt schauen willst, ob schon eine neue Folge rausgekommen ist, dann einfach auf das rechte Kästchen drücken. Ich freue mich auf dich.